Video, Leute. Ja, es geht mit dem Caire weiter mit Piemonte Calcio. Leute, der schlechte Nachricht ist, ich habe leider der PS4 hat das nicht gespeichert. Ja. Lass schon mal Like da, Abo da. Und das muss ich nochmal neu aufnehmen. Dann fangen wir auch an. Letzte Spiele. Wir haben von hier angefangen. Da hatten wir Niederlande, Ball. Ja, ich glaube, hier haben wir angefangen. Ja, wir haben gegen Leverkusen gespielt in Champions League, aber nur unentschieden. Dann haben wir gegen Inter gespielt, dann hatten wir eine Niederlage gegen Bologna, einen Sieg 4 zu 0, Lokomotiv 2 zu 0 und diese letzte 3 zu 0 und am Ende haben wir gegen Genua eine Sieg geholt und hier Turin 4 zu 0 gewonnen. Gegen Motiv haben wir auch 4 zu 0 gewonnen. Hier haben wir 3 zu 0, 3 zu 1 gewonnen. Gegen Atalanta haben wir 3 zu 0 gewonnen. Und jetzt steht das Spiel an gegen Atletico Madrid. Leute, lasst schon mal Like da, Abo da, wird mich sehr, sehr freuen. Ja, es geht's mit. Es geht weiter dann. Da gucken wir mal, was dann gegen Atletico passiert. Dann, da seht ihr, ich habe auch die Aufstellung verändert. Ja, jetzt habe ich ein bisschen besser gemacht, den Aufstellung. Also ich hoffe, dass wir so besser weitermachen. Und ja. Okay, das ist unsere Aufstellung. Mit dieser Aufstellung spielen wir gegen Atletico Madrid. Und wenn wir jetzt hier verkacken, vielleicht war es das für uns. Wir gehen mal in das Spiel gegen Atletico 3, 2, 1. Let's go. Und wir verlieren das Spiel. Das zweite Spiel gegen Atletico. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ehrlich. Wir haben so ein gutes Team. Und wir verlieren trotzdem. Jetzt eigentlich war es das für uns. Weil wir gucken mal die Champions League Gruppen nochmal. So Gruppe. Jetzt ist. Jetzt, das war's für uns. Jetzt, wenn wir gegen Leverkusen einfach verkacken oder unentschieden spielen, dann war's das für uns. Da gehen wir einfach Europa League. Also, ich weiß nicht, wie wir gegen Atletico verlieren. Wir haben bessere Team als Atletico. Na egal, Leute. Das ist einfach ein Spiel. Also, ja. Jetzt geht's gegen Sassuela. Da nehme ich Vardy mit. Ramsey spielt ein bisschen für Modric und Rugani spielt ein bisschen für Kane. Okay. Also Leute, schade, dass letzte Folge, dass ich den nicht aufgenommen habe. Also ja. Es geht gegen Sassuolo und wir gewinnen 3 zu 0. Vardy, Ronaldo und Bernardeschi machen die Tore. So, jetzt können wir ein bisschen trainieren. Leute, lasst schon mal Like da, Abo da, wird mich sehr, sehr freuen. Und Ronaldo ist bei uns der Top-Torjäger für ihn mit 14 Tore. Kann man machen, national. Oh. Puh, ja. Also, wir können Trainer von ihm sein. Ich will eigentlich
noch warten. Ja, also. Ja, bisschen warten, gut. Okay, das nächste Spiel steht dann gegen Lazio Rom. Ja, Lazio Rom. Aber da muss ich alles geben. Also ich lasse meine gute Spieler ein bisschen Pause machen, weil die brauche ich einfach. Also fürs Champions League Spiel und Demiral kommt heute für der Licht. Und wir machen das einfach so, weil ich will in der Champions League einfach weiterkommen. Ja. Jetzt geht's gegen Lazio. 3, 2, 1. Let's go. Und wir machen auch unentschieden. Ist egal mit der Mannschaft. Egal. Also wir müssen jetzt uns an Champions League konzentrieren. Also. Ja. Dann gucken wir mal gegen Leverkusen. Wenn ich dieses Spiel verkacke, dann bin ich raus. Ja, dann bin ich Europa League. Da habe ich auch keinen Bock. Also, ich will Champions League. Champions League bleiben. Da kommt wieder Chiellini. Wo ist der Licht? Der Licht kommt schon wieder. Ja. Das ist jetzt unsere Mannschaft und Ramsey für Modric und ja, so machen wir das. Und ja. Und let's go. Gegen Leverkusen. Also Leute, das ist das entscheidende Spiel. Wenn ich das nicht gewinne, was das für uns? Aber wenn ich gewinne, dann geht Leverkusen in Europa League. Dann sind wir in der Achtelfinale. 3, 2, 1, wir drücken mal und viel Glück. Und noch. Und wir gewinnen 1 zu 0. Wir sind in der Achtelfinale. Mit das Tor durch Suarez, der 83. Minute. Wir sind in der Achtelfinale. Ich weiß, schwache Leistung von uns in Champions League, aber trotzdem, wir sind in Achtelfinale des Champions Leagues. Also hoffe, dass wir besser weitermachen in Champions League. Und ja. Okay, jetzt geht's gegen diese Mannschaft, Alter. Ich kenne manche Mannschaften aus Italien nicht. Aber muss wir gewinnen, um erst zu werden. Das nehme ich wie immer raus. Matuidi kann ein bisschen noch spielen. Benadeschi kommt mal raus. Und Ramsey kann auch ein bisschen spielen für die Baller. Leute, lasst schon mal ein Like da, aber da würde ich mich sehr, sehr freuen. Jetzt gehen wir gegen Udinese. Ja, let's go! Und wir gehen mit 3 zu 1, aber die schlechte Nachricht ist, jetzt ist Danilo verletzt, unser Rechtsverteidiger. Ja, ich hoffe, nie so viel. Kann man hier lesen, glaube ich, doch. 7 Tage, okay, kann ich, bin zufrieden. Also Leute, Inter Mailand kann vielleicht Meister werden. Die müssen eine Niederlage holen und wie eine Sieg, dann ist das gut. Wenn wir Spiel gegen Inter Mailand haben, dann spielen wir selber. Wo ist Danilo hin? Ich glaube, wegen Verletzung kommt da Bentancur dann. Oh, zwei. Egal. Dann ja. Okay. Also, wann haben wir gegen Inter Mailand ein Spiel? Dann spielen wir an diesem Tag. Ich glaube. Oh, Leute. Unser Champions League Achtelfinale Gegner ist PSG. Wir haben jetzt das gesehen. Und also, welche schwierige Aufgabe gegen PSG. Aber ich hoffe, dass wir das schaffen einfach. Und ja.
Jetzt geht's gegen Sampdoria. Mit dieser Mannschaft spiele ich, aber Alexandro gesperrt. Jetzt habe ich keinen Linksverteidiger. Ja, das ist auch. Also, da geht auch Rugani. Also, dann kommt Quadrado für Danilo. Danilo ein bisschen müde. Und dann so spielen wir einfach. Und ja, let's go. 3, 2, 1, let's go. Hoffe, dass wir einen Sieg holen. Und wir holen einen Sieg. Ramsey und Modric machen ein Tor. Also, ja. Also Leute, in Liga sind wir gut drauf, aber Inter Mailand einfach unschlagbar. Ich glaube, die haben bisher nur keine Niederlage. Ich guck mal nochmal in die Tabelle rein. Gucken wir mal, dass sie eine Niederlage oder so haben. Die haben gar keine Niederlage, aber die haben zweimal unentschieden gespielt, aber wir haben eine Niederlage. Also, wenn wir einmal gegen Inter Mailand spielen, spiele ich natürlich selber. Ja. Okay, Leute. Das wird unser letztes Spiel in dieser Folge. National. Ah, ja, wohnen die nämlich an, oder was, Alter? FIFA und Rotter. Ja, das geht weiter jetzt. Transferangebot für Alexandro. Nein, also den will ich behalten. Ja. Okay, jetzt geht's das Spiel gegen Chala Kala. Also ich weiß nicht. Ja, so ist unsere Mannschaft. Wir gehen noch mal so rein. Und 3, 2, 1, let's go. Und wir gewinnen knapp mit 1 zu 0. Ramsey, Quadrado jetzt auch noch mal verletzt hier. Unsere Rechtsverteidigung ist einfach immer verletzt und so. Also. Okay, Leute. Letzte Trainingseinheit und der Licht geht auf 86 hoch, also das freut mich. Ja, Leute, wir beenden jetzt das Video. Ich hoffe, hat euch gefallen. Lasst schon mal Like da, Abo da. Also, ihr habt die letzten Spieler gesehen. Ich habe euch gezeigt. Also, das war echt scheiße. Da haben wir unentschieden gespielt. Hier haben wir verloren. Also Leute, lasst schon mal Like da, Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao.